Hallöchen! Neuer Tag, neues Video. Letzte Zeit ist es ja komischerweise so. Eigentlich dachte ich ja, im Winter wird es eng mit Videos produzieren, aber ja, im Winter bastelt man halt mehr, ne? Und da sind wir eigentlich schon beim guten Thema Basteln. Ich habe mir gleich zwei neue Projekte organisiert. Und zwar habe ich mit dem Mike, also der Mike, der angesprochen ist, der weiß schon wen, einen super Deal gemacht. Er hat bekommen, was er wollte, ich habe bekommen, was ich wollte, und ja, mehr muss man dazu nicht sagen. Auf jeden Fall habe ich einen Moment Sticker bekommen. Das ist doch schon mal super. Dann habe ich zwei Funken. Das sind jetzt, ja, es ist nichts Besonderes, Kyosho-Funken. Mal schauen. Die werde ich selber wohl nicht nutzen. Die werden wahrscheinlich ihren Weg ins Internet finden. Hier sind noch zwei Felgen. Man könnte es bei einigen vielleicht sogar schon Klick machen. Große Felgen. Hier sind auch noch mal große Reifen. Und zwar sind das Kamikaze von LAP. Ja, sind ein bisschen schmutzig. Die kommen gleich in die Dusche. Das ist natürlich nicht alles. Ich mache mal eben Platz ein bisschen. Das Paket war halt riesig. Waren halt zwei Autos drin. Deswegen konnte ich euch das Paket jetzt hier nicht zeigen. Aber hier haben wir Nummer 1. Ein LRP S8 BX Verbrenner. Wie ihr mich kennt, natürlich nicht mehr lange. Das fliegt alles raus. Ein Wheelie-Reso, das sehe ich hier, ist erst verrückt. Ja, Servos sind noch drin. Motor, das ist jetzt ein Z25R von LRP. Sport. Sieht eigentlich noch richtig gut aus, ey. Keine Kratzer, nix. Nicht schlecht. Ja, Heckspoiler ist lose. Macht aber nichts. Entschuldigung. Ja, hinten fehlen Stoßdämpfer. Dann ist das Auto komplett. Ist also ein Witz, weil ich glaube, die werden so oder so rausgekommen, weil die sind irgendwie komplett aus Kunststoff. Das finde ich irgendwie überhaupt nicht cool. Kommt natürlich alles raus. Der Motor wird wohl heute noch bei eBay drin stehen oder sowas. Oder die komplette Verbrenner. Krimskrams. Tja, was gibt es dazu zu sagen? Also, der erste Eindruck von dem Auto ist auf jeden Fall schon mal okay. Kann man auf jeden Fall was draus machen. Ich muss den erstmal komplett zerlegen, alles nachschauen. Oh, die Reifen sind noch gut. Bodenplatte auch kaum Kratzer. Also, echt nicht viel gefahrenes Auto. Muss ich sehen. Wer Interesse an dem Motor hat, wer einen Motor braucht, der kann ja schon mal sich melden bei mir bei Facebook oder so. Die kommen auf, werden auf jeden Fall verkauft. Ich weiß nicht, ist der Seilzugstarter ist wohl gerissen oder was? Da müsste wohl ein neuer her. Mal schauen. Auf jeden Fall, das ist das erste Auto. Und ja, ups, es ist nicht nur eins. Hier ist der zweite Kollege. Und das. Der passt überhaupt nicht rein. Das ist die Truggy-Version. Das ist der S8 TX. Was mich schon mal irgendwie beeindruckt, was ich nicht erwartet hätte von LAP. Die Karos sind echt gut. Also die ist richtig hart und stabil. Macht einen guten Schuh. Hier haben wir noch ein Motörchen, der dann auch wohl heute schon bei eBay landet. Ein Z28R Sport von LAP. Ja, hier ist auch alles drinnen noch. Reso, Tank. Sogar noch was drinnen, oder? Sogar noch was drinnen. Muss ich nachher mal einen Kopf machen. Hier ist keine Glühkerze drinnen, aber Öl, so wie ich das sehe. Luftfilter ist auch noch dabei. Die zwei Servos, alles. Das Einzige, was hier ist, ist hier vorne der Querlenker und die Dämpferbrücke. Hat ihn weg, der hat wohl mal einen Crash gehabt. Ich hoffe, der Dämpfer ist noch okay.
Aber es wird sich nachher herausstellen. Ich werde die nachher komplett zerlegen, beide Autos. Bis auf das letzte Schräubchen. Mal schauen, was hier noch so anfällt. Ich sehe ja schon, also ich glaube, die Vorderachse wird komplett neu kommen müssen. Ja, meine Katze dreht gerade ein bisschen durch, die will raus. Sonst, ja, Nitro-typisch, dreckig und ölig. Sonst, hier ist nichts mehr drin. Motor ist ein bisschen locker. Hinten der Dämpfer, und den seht ihr gar nicht. Hier war ein kleiner Cut. Da habe ich mit dem Riesenauto gleich mal das Stativ umgefahren. Der Dämpfer hier hinten, der leckt auch. Da müssen wir mal schauen, ist vielleicht bloß eine Dichtung kaputt oder so. Müssen wir mal schauen. Sonst macht er auch einen guten Schuh. Ich suche ja, hab ja eh einen Truggy noch gesucht. Und ja, wie gesagt, meine Katze dreht gerade durch. ja, Servos sind auch noch drin. Ich weiß gar nicht, was das für welche sind. Da muss ich mal gucken. Das sind irgendwelche LRP-Servos, aber die kommen eh raus. Da kommt entweder Servox oder das von Hobby King. Ich denke mal eher, das von Hobby King kommt hier rein. In den wird wohl ein Tekin T8 reinkommen. Mit Tekin-Regler. Müssen wir mal schauen. Der wird wohl eher fertig werden als der Buggy. Also den Truggy würde ich gerne im Frühjahr fahren wollen. Neue Räder kommen auf jeden Fall noch. Und dann müssen wir mal schauen, was wir hier noch so machen an dem Auto. Ich werde euch auf jeden Fall wie immer auf dem Laufenden halten und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke nochmal an Mike. Super Aktion, hat alles super geklappt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ist eine robuste Karo eigentlich. Also die hat ziemlich viel weggesteckt bis jetzt. Hier ist ein bisschen gerissen, aber sonst alles tutti. Hat clevererweise schon von Haus aus gute Lufteinlässe. Hier ist zum Beispiel.